Eine der letzten Spielereien 2022 ist angebrochen. Sag mal angebrochen, Nadja. Aufgebrochen. Aufgebrochen. Wer richtet uns unsere Firma an Weihnachtsfeier? Wir spielen auf einer Weihnachtsfeier in der Steiermark. Mit Essen hauptsache viel, nicht gut, aber teuer. Es ist wunderschön da. Und ich halte die Blumen des Dankes in der Hand. Danke für die Treue der Zuseher auf YouTube. Überhaupt und besonders Nadjas Cello. Gut ruckt. Sind vor Hunger schon ganz yellow. Von den vielen Weihnachtsfeiern habe ich schon Sodbrennen. Von Pannhaken über Moskau bis ganz Bayern. Überall gibt es Firmen, Weihnachtsfeiern. Danke für die Weihnachtsfeiern. Alle Firmen haben jetzt Firmen, Weihnachtsschmäuse. Essen. Wurscht, ob sie Leute sind oder Hammäuse. Wir essen extrem gerne. Unsere Firma bräuchte halt einen Freiwilligen, der uns Sponsoren oder Schillinge. Everybody and I will pay it sofort. Wird das nichts mit der Firmen-Weihnachtsfeier? Wieder 2063 oder heuer. Danke, dass Sie uns so treu geblieben seid. Vielleicht wenigstens ein Firmen-Weihnachts-Feier. Nadja, wie geht der Satz weiter? Vielleicht wenigstens ein Firmen-Advent-Feier, Weihnachtskränzchen. Thank you, people everywhere. I am from here. Dafür schreiben wir auch gleich ein Firmen-Weihnachts-Advent-Tänzchen. Freue dich. Wir sagen danke, dass ihr dabei gewesen seid. Wir sagen danke, dass ihr nächstes Jahr wieder dabei seid. Danke, dass es nächstes Jahr wieder so dankend wird wie dieses Jahr. Es war fast wie ein Erntedankfest. Erschienen wir dann im 19. Siebenteltakt, war es die Tänzer wiederum sehr entschlagt. Haben wir schon danke gesagt? Wir sagen danke, wir sagen auch danke. Wir bedanken uns. Lieber Manuel, von dem feierlichen Lied schenk ich dir die Note. Ich glaube, wir haben noch nicht Danke gesagt. Wir wollen uns bedanken. Danke, oder? Das ist ja Dreck. Dann kannst du es mit jedem spielen, mit Johnny Cash. Und auch dem Postboten. Beides heilige Zeit. Und danke für die Treue der Zuseher auf Facebook. Danke für die schönen Auftritte, die wir gespielt haben. Danke für die Treue beim Zuschauen. Jetzt ist es richtig.